Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich das Unboxing von dem Lookfantastic Strumpf für die Frau für dich. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja. Diesen Strumpf habe ich ja schon für den Mann ausgepackt. Da war der blau und da verbargen sich richtig schöne Männerprodukte drin, die aber tatsächlich jetzt nicht für jeder Mann was waren. Also die waren sehr außergewöhnlich. Ich bin sehr gespannt, was sich im Frauenstrumpf verbirgt. Den konnte man oder kann man nach wie vor noch bei Lookfantastic bestellen. Kostet regulär 55 Euro, 38,50 war der reduzierte Preis und ich glaube, der ist immer noch auf dem reduzierten Preisstand. Und ja, ne? Ich bin gespannt, was drin ist und möchte es dann gegebenenfalls auch direkt auf meinem Gesicht austesten. Deswegen habe ich hier tatsächlich noch nichts auf meinem Gesicht. Das heißt, den werde ich mal kurz einmal vor mir ausbreiten und dann die einzelnen Produkte direkt mit dir zusammen probieren, wenn das funktioniert. Mal schauen. Jo, los geht's. Als erstes Produkt habe ich hier eine Gesichtscreme drin und die werden wir jetzt auch zuallererst verwenden. Die ist von Espa, die ist für normale bis trockene Haut. Das ist eine 24-Hour Replenishing Moisturizer Cream mit 55 Millilitern und die kannst du morgens und abends, nachdem du dein Gesicht gereinigt und getont hast, verwenden. Ich habe jetzt keinen Toner auf dem Gesicht. Ich hoffe, dass der Creme keinen Abbruch tun wird. Ich werde die aber jetzt einfach mal verwenden und das wird dann quasi auch die nächste Creme sein, die ich öffnen werde. Aktuell habe ich von How Cosmetics eine offen und danach werde ich dann jetzt einfach mal diese hier verwenden, weil ich sie jetzt ja aufmache. Weil ich neugierig drauf bin. Okay, die sieht schon mal sehr schön aus. Ist das Plastik oder ist das Stein? Die sieht echt schick aus. Es sieht aus wie Marmor da oben drauf, ne? Richtig schick. Wow. Ja, dann werden wir das jetzt einfach mal verwenden. Die Creme ist auch hier nicht verschlossen oder sowas. Der Deckel ist, glaube ich, ich weiß es nicht. Ist das Glas? Ist das Plastik? Ist das... Doch, es fühlt sich an wie Plastik und ich glaube... Das Ding hätte tatsächlich noch auf der Creme drauf sein müssen. Hm, okay. War jetzt hier im Deckel mit drin. Und hier haben wir die Creme. Riecht irgendwie ein bisschen blumig, ein bisschen nach Rose. Hat die so ein bisschen den Touch. Und ich gehe da mal mit meinem Finger rein und kannst du direkt mitgucken, wie die Konsistenz ist. Also es ist wirklich fest, ne? Aber wenn du es auf den Finger machst, dann schmilzt das schon. Und dann kommt das so aufs Gesicht. Ja, dann creme ich mal mein Gesicht ein, ne? Hab eben, als ich von der Arbeit wieder kam, einfach mein Gesicht gewaschen und Mascara runtergenommen. Ui, die ist aber sehr stark parfümiert, wenn ich die jetzt so verreibe. Also, boah, muss man mögen. Aber sie fühlt sich ganz gut auf der Haut an. Mein Gesicht sieht jetzt ein bisschen gerötet aus, ne? Vielleicht so ein bisschen Glow. Also ich weiß jetzt nicht, ob mein Gesicht das jetzt vertragen hat oder weiß ich nicht. Also es scheint jetzt auch irgendwie so ein bisschen... gerötet zu sein. Aber wir gucken mal, wie sich das jetzt so im Laufe des Videos verhält. Hals mache ich ja auch noch ein bisschen. Fühlt sich schön an. Muss jetzt natürlich erstmal einziehen, ne? Mein Gesicht glänzt jetzt noch ein bisschen, hat aber auch Glow bekommen und es sieht wirklich aus, als wäre es auch schön mit Feuchtigkeit versorgt. Ich hoffe nur, dass die Rötungen so ein bisschen verschwinden. Ein Produkt, was ich jetzt leider nicht verwenden kann, weil das so ein Haarprodukt ist, ne, was man quasi als Maske verwendet, ist von Philip Kingsley ein Elasticizer Pomegranate and Cassis, also quasi mit Granatapfel und Cassis. 150 Milliliter sind hier enthalten. Das ist eine Maske. Entweder machst du die quasi ins feuchte Haar, lässt die 10 bis 20 Minuten einwirken, am besten mit einer Haarkappe so drüber, ne? Ja, und spült sie dann halt nachher aus und benutzt Shampoo und so weiter. Oder du machst die wirklich über Nacht drauf. Geil. Hier ist auch einfach eine Haarkappe mit... Wie heißt das denn? Haarkappe? Kopfkappe? Wie heißt denn so eine Kappe? Weiß ich nicht. So eine Kappe. Ist auf jeden Fall auch mit dabei. So schaut das aus und das soll halt die Haare nähren und dazu führen, dass deine Haare elastischer werden und, ja, besser werden. So sieht die Konsistenz aus. Und das riecht unfassbar gut. Oi. Also dieses Cassis riechst du sehr, sehr angenehm raus. So leicht süßlich. Aber auch dieses leicht säuerliche von dem Granatapfel mag ich gerne. Wird auf jeden Fall verwendet. So, jetzt habe ich hier ein Produkt von Duze. Das hier ist eine Mini-Lidschattenpalette mit 4 Tönen. Die können wir auch direkt auf den Augen ausprobieren. Das ist hier diese kleine Mini-Lidschattenpalette. Finde ich ganz niedlich, ne? Ist ganz hübsch gemacht mit einem Spiegelchen mit dabei. Das heißt, ich kann das so 1:1 verwenden. Und du hast ja sogar einen Mini-Pinsel mit dabei. Den werde ich tatsächlich jetzt auch gleich verwenden.
ist dabei. Und es sieht so aus, als könntest du diese Fännchen, die da drin sind, auswechseln. Was natürlich praktisch ist. Du hast zwei matte Farben, du hast zwei schimmernde Farben. Jetzt hole ich dich ein bisschen näher ran und dann testen wir das aus. Ja, bei vier Farben hast du jetzt nicht den meisten Spielraum. Gehe ich jetzt erstmal hier in diese hellste matte Farbe, um mein Lid zu setten. Diesen Mini-Pinsel, das ist echt ein Highlight, ich sag dir das. Boah, nee. Ich nehme einen ordentlichen Pinsel. Sonst sitzen wir hier morgen noch. Da muss ich wirklich sagen, ich hatte schon bessere, ich hatte auch schon schlechtere, aber das ist jetzt nicht so meins, ne? Also das finde ich jetzt, von der Pigmentierung her finde ich die Schimmertöne leider sehr, sehr schwach. Das mag ich, also das ist mir einfach zu wenig. Ich weiß nicht, also ich finde es zu eintönig und irgendwie zu fleckig, zu schmutzig, ist nicht meins. Und es bleibt einfach mehr am Finger hängen, als du es irgendwie aufs Auge kriegst. Also wenn die so am Finger... So, wenn die so auf dem Auge wären, ne, dann wäre das ja geil. Aber das ist ja nur auf den Fingern so und das finde ich schade. Wo ihr schon mal so nah dabei seid, testen wir nun auch das nächste Produkt. Das hier ist von Aiko, eine Mascara. Und so eine ähnliche verwende ich gerade von denen. Das hier ist die Black Magic Mascara Drama and Curl. Jo, ne? Und ich finde es immer ganz interessant. Aiko macht das immer in so einem Tübchen. Dann hast du immer das Gefühl, dass du die auch wirklich komplett aufbrauchen kannst, weil du noch irgendwie an alles rankommst. Und richtig cool, du hast hier ein Plektron mit drin. Ich bin ja, Gitarrenspielerin tatsächlich. Werde ich hier auf meinem Kanal aber nicht jetzt irgendwie veröffentlichen oder so, weil ich da einfach nicht gut genug für bin. Ja, finde ich aber geil, dass da ein Plektron mit dabei ist. Das hat bei mir tatsächlich eine entsprechende Verwendung, auch wenn es sehr, sehr, sehr flexibel ist. Aber naja, ne? Ist schon cool. Das Bürstchen ist ein Kunsthaarbürstchen, was halt so geschwungen ist und ja. Riecht ganz angenehm. Dann gucken wir mal, was die Mascara so drauf hat. Also sie greift schon die Härchen, ne? Da macht sie schon was. Das ist jetzt die Mascara so in einer Schicht. Das gefällt mir ganz gut. Also, ne, die trennt die Wimpern, die verlängert die Wimpern, gibt so einen Schwung mit rein und ja, ne, macht das ganz schön ordentlich. Und jetzt mache ich mal das nächste Auge. Also wer es natürlich mag, der macht das einfach in einer Schicht. Ich bin ja überhaupt nicht der Typ von natürlich, was Mascara angeht. Ich mag das ja gerne, wenn ich Kapuff Kabäm habe, sprich, wenn ich da richtig Kabittjes hintersetze. Und ja, ne, deswegen bin ich ja auch oft mit drei Schichten unterwegs. Hier sehen wir jetzt den Fortschritt von einer Schicht zu zwei Schichten. Und es ist schon ein Unterschied zu sehen, ne? Also jetzt sind die Wimpern halt noch ein bisschen mehr verlängert und es ist noch mehr schwarz, noch mehr in meine Richtung. Ja, und jetzt in der dritten Schicht, die ich jetzt hier auf dem Auge habe, sehe ich, dass ich das Ergebnis gerne mag. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr lang geworden. Du hast einen schönen Curl drin, also hast schönen Schwung in die Wimpern bekommen, schönes Volumen und schön geschwärzt. Also, ne, deswegen mag ich lieber drei Schichten als zwei Schichten, weil es nochmal ein bisschen mehr Kabuff ist, aber trotzdem halt nicht zu verklumpt. Ja. Das macht ein schönes Ergebnis. Das ist eine tolle Mascara. So, und jetzt kannst du es auch mal von weiter weg dir angucken. Ja, ne, definitiv ein Ergebnis, was sich sehen lässt. Ja, der Lidschattenlook, ne, kriege ich mit anderen Paletten, die ich da habe, genauso gut hin. Also, die hätten sie sich fast schon sparen können, auch wenn ich immer schreie und sage, ich möchte auf jeden Fall eine Lidschattenpalette bei sowas mit dabei haben. Aber das hier ist jetzt wirklich schon ein bisschen öde. Dann hätte es vielleicht ein bisschen was, ja, wobei das halt auch wirklich die Masse mehr anspricht. Aber vielleicht mal ein bisschen was Besonderes hätte sein können, so zu Weihnachten ein bisschen mehr Glitter, Glamour. Weil gerade zu Weihnachten erwarte ich doch irgendwie einen Lidschattenlook, der halt auch ein bisschen mehr Glitzer gibt und wo die Glitzergeschichten und Schimmersachen besser pigmentiert sind als so. Wenig. Aber naja, dafür ist die Mascara richtig geil und gibt einen richtig Wusch-Effekt.
Ja, jetzt haben wir noch ein Produkt hier mit drin und das ist hier von Illa Masca 1. Finde ich unfassbar cool, dass hier ein Illa Masca Produkt mit bei ist. Beyond Powder Highlighter. 7 Gramm. Bin ich auf die Farbe gespannt, was für ein Highlighter das denn ist. Boah, ist das eine Maschine. Schön groß. die Farbe ist OMG. Okay. Oh mein Gott. Sagt sie wirklich, oh mein Gott. Wow. Das ist ein weihnachtlicher Highlighter-Ton, weil er wirklich, wirklich, wirklich Schimmer ist. Ne? Oh. Ich bin echt hart am Überlegen, ob ich hier erstmal kurz ein bisschen Puder drüber mache. Ja, weil sonst sieht man halt nur noch das Geglänze. Also von der Base, beziehungsweise jetzt von der Creme her, muss ich sagen, hat mir ganz gut gefallen. Ist jetzt auch schön eingezogen, es fühlt sich schön weich auf der Haut an. Es hat nichts gekrümelt und ja, jetzt mache ich mal eben kurz Puder drüber und dann sehen wir uns zum Highlighter wieder. So, jetzt habe ich quasi so ein bisschen mein Gesicht abgepudert. Also da habe ich jetzt einfach hier von Too Faced diesen Born This Way, dieses lose Puder genommen. Da habe ich jetzt nicht irgendwie groß mir Concealer oder sowas drauf gemacht. Das ist jetzt einfach nur, um ein bisschen das Gesicht ruhiger wirken zu lassen. Denn durch die Creme, fand ich, hat mein Gesicht schon ein bisschen geglänzt. Also schon ein bisschen speckschwartenmäßig. Das wollte ich nicht. Jo. Ne? Den swatchen wir... Ja, komm, wir swatchen den doch noch vorsichtig. Schön. Da sind große Glitzerpigmente, glaube ich, mit drin, wenn ich das hier richtig sehe. Ui, hat schon fast was Holographisches, da sieht man jetzt auch nicht so viel von. Aber gut, wir machen den jetzt einfach mal drauf. Da habe ich hier von LOV einen Highlighter-Pinsel. Der ist festgebunden, das heißt, da kommt ordentlich dann Farbe drauf. Und da gehe ich ordentlich rein und dann gucken wir mal. Was der kann. Und der kann viel. Okay, wenn du da ordentlich reingehst, dann kriegst du auch ordentlich auf dein Gesicht. Also das ist natürlich mega heftig geil, ne? Das ist voll krass geil. Das liebe ich gerade. Boah, ist das schön. Also dieser Spiegel verzerrt mega, den mag ich nicht. Aber diesen Highlighter muss ich ja fast schon ausblenden, so krass ist der. Das ist ja der helle Wahnsinn, Leute. Aber das ist für Weihnachten, für die Feiertage, für diese festliche... romantische Zeit ist auch so ein goldener Highlighter echt vollkommen in Ordnung. Den mag ich. Den mag ich wirklich. Doch, und wenn ich den jetzt auch so ein bisschen ausblende, dann wirkt der auch wirklich sehr, sehr schön. Nicht natürlich, nein, auf gar keinen Fall. Aber so ein bisschen so nass. Und natürlich, du siehst, wenn du auch näher rangehst, siehst du schon diesen groben Glitzer. Ne? Das also nicht grob, sondern du siehst hier diese einzelnen Glitzerpigmente definitiv. Du siehst auch, dass er so leicht rosa schimmert, dass er leicht golden schimmert. Also, ne? Er hat nichts mit natürlich zu tun und mit es soll nur so aussehen, als ob, sondern es sieht so aus, als hättest du wirklich dich geschminkt. Das ist klar. Gut, andere Seite mache ich jetzt auch mal. Auch den schön ausblenden. Meine Herren, das ist echt hübsch. Doch, das gefällt mir. Das finde ich wirklich klasse, ne? Also der Highlighter ist tatsächlich auch für mich das Highlight aus diesem Strumpf und gefällt mir. Gefällt mir total. Also, wow. Also jetzt vor allem für den Winter, ne? Für den Sommer, glaube ich, wäre mir das schon wieder ein bisschen zu krass. Aber jetzt im Winter mag ich den. Ja, wow. Schönes Teil, echt. Ne? OMG, passt. Ja, der Strumpf hat mir sehr gut gefallen. Was mir halt nicht so gut gefallen hat, ist halt die Lidschattenpalette. Aber du ganz im Ernst, jetzt so in Combination, in Kombinatione mit Highlighter und Mascara und, ne, sieht das auch schon irgendwie wieder in Ordnung aus. Also da... werde ich auch so gleich vor die Tür gehen, weil wir müssen gleich noch einkaufen fahren. Aber mir hat es echt gut gefallen. Geiler Strumpf, kann ich euch voll empfehlen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!